Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Ich werde euch gerne zeigen, wie man die Impedanz eines unbekannten Kabels bestimmt und welche Hilfsmittel man braucht. Ich habe mir zwei, drei Sachen zurechtgelegt. Ich brauche diesen Adapter. Diesen Adapter brauche ich, um anschließend die Impedanz zu messen. Wir werden das gleich sehen, wie das geht. Dann brauche ich einen Adapter BNC Cinch. Ich habe dann einen kleinen Cinch Adapter Connector mit einem variablen Widerstand, den ich dann hier einstecke, um zu messen. Dann habe ich einen 50 Ohm Abstoßwiderstand und das zu prüfende Kabel. Auf der anderen Seite haben wir den Pulsgenerator von Leo Bodnar mit 35, ja, bis zwischen 35 und 40 Pikosekunden Rise-Time, der mit 5 Volt gespeisen wird, dann mit einem T-Stück verbunden mit einem Kabel, mit einem Koaxialkabel. Nun, wenn ich nun das Koaxialkabel hier mit einem 50 Ohm Abstoßwiderstand versehe, geht das. Abstoßwiderstand genau 50 Ohm. Dann sieht man auf dem Oszilloskop eine Gerade. Das heißt, ich habe keine Reflexionen mehr. Wenn ich den Abstoßwiderstand wegnehme, das offene Kabel habe, dann gibt es eine Reflexion. Reflexion 1 und dann kommt der Rückfluss, das gibt das die zweite Reflexion. Nochmals, Abstoßwiderstand 50 Ohm, eingesteckt, absolut flach. Was jetzt passiert ist, wir möchten ja feststellen, wie ein unbekanntes Kabel, welche Impedanz ein unbekanntes Kabel hat. Deshalb machen wir jetzt Folgendes. Das unbekannte Kabel wird nun mit einem variablen Widerstand ausgerüstet. Dieser variable Widerstand habe ich hier. Und dieser variable Widerstand, den drehe ich jetzt, bis ich auf dem Oszilloskop keine Reflexion habe, auf der zweiten Stufe. Das dürfte dann ein bisschen schwierig werden. Okay, genau, das haben wir jetzt. Also ich habe jetzt hier eigentlich versucht zu drehen, bis ich auf dem Oszilloskop keine zweite Reflexion habe. Was ich jetzt mache, den Widerstand, den ich eingestellt habe, damit keine Reflexion mehr entsteht, also eine gerade Linie, den stecke ich jetzt zusammen, hier mit einem Adapter, Cinch BNC, und dieses Teil dann wiederum zu einem Adapter für das DMM. Voilà. Und den stecke ich jetzt nun beim DMM ein und schaue, welchen Widerstand hier angezeigt wird. Hier 51 Ohm. Das heißt, mein Kabel hat in etwa 50 Ohm. Das dürfte stimmen. Das ist natürlich klar, wenn ich ein 50 Ohm Kabel nehme, wird das nicht kräftig davon abweichen. Aber mit dieser Methode können Sie jede beliebige Impedanz jedes beliebigen Koaxialkabels genau messen oder mindestens annähernd genau messen und so feststellen, ob Sie ein 75 Ohm Kabel oder ob das Kabel, das Sie gekauft haben, wirklich 50 oder 75 Ohm hat und nicht irgendwelche Abweichungen von dieser Sollimpedanz hat. Schönen Dank für den Blick ins Labor und bis bald.